Mein Name ist Lisa Hackbart. Ich bin Projekt- und Asset Managerin bei der Kokus in der Abteilung Network Integration. Also als Projektmanagerin in meinem Projekt gerade bin ich hauptsächlich damit beschäftigt, das interne Netzwerk des Kunden zu verwalten. Ich betreue da im Prinzip eine große Datenbank für alle Netzwerkgeräte des Kunden in ganz Europa im Prinzip. Ich sorge eben dafür, dass deren End-of-Life sozusagen gemanagt wird, dass die Geräte nicht zu alt werden, rechtzeitig ausgebaut werden und neue eben auch entsprechend wieder eingebaut werden. Das ist im Prinzip, was ich aktuell hauptsächlich mache. Ich war zum Beispiel immer eher der Mensch, der sich gedacht hat, oh, also Datenpflege, Data Analytics oder auch netzwerktechnische, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das meins ist, aber ich bin da super schnell reingekommen. Ich habe da super leicht reingefunden, auch wirklich durch die Hilfe hier. Und ja, so kann man quasi in jedem Gebiet, was man sich vornimmt, so ein bisschen der Fachexperte werden. Und ja, das ist jetzt auch so ein bisschen meine Position hier, dass ich in den Themen, in denen ich eigentlich dachte, dass die mir gar nicht so liegen, mittlerweile doch echt ein richtiger Experte geworden bin. Und das ist echt was Schönes. Also was ich gerne Bewerbern mitgeben möchte, ist, dass man auch als Quereinsteiger, komme ja aus dem Marketing, hatte ursprünglich gar nicht so viel mit Network und dem technischen Engineering zu tun. Selbst mir als Quereinsteigerin ist es super leicht gefallen, hier anzufangen und in die Themen reinzufinden, weil ich auch richtig viel Unterstützung bekommen habe von den ganzen Kollegen hier, also sowohl von der Teamleitung als auch von den richtigen Experten. Und deswegen sollte man da wirklich keine Scheu haben, sich in die Themen auch reinzudenken. Für alle, die eventuell auch als Quereinsteiger bei der Kokus anfangen möchten, habt wirklich keine Angst, ihr werdet hier super, super aufgenommen und ich kann es echt nur empfehlen. Ich bin schon so lange dabei jetzt und fühle mich weiterhin wohl, also traut es euch wirklich zu.